Die finden dich heute Nacht. Sport ist in der Gemeinschaft am schönsten. Und wenn es dann an der frischen Luft auch noch trocken ist, macht es doppelt Spaß. Im Sportpark Eversen am Tegelkamp traten am Freitagnachmittag Teams vom Stadtsportbund, der Politik und der Nordwestzeitung an, um miteinander Sport zu treiben und Spaß daran zu haben. Kein Wettbewerb, sondern nur so zum Spaß und als Vorbild für andere, sich sportlich zu betätigen. Trainiert wurden Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Kondition, versprach Frank Fehren, Sportabzeichenbeauftragter beim Stadtsportbund Oldenburg. Und das kommt den Menschen nicht nur beim Sport, sondern vor allem im Alltag zugute. Das Aufwärmtraining vor den Disziplinen Walken, Seilsprung, Standweitsprung, Balancieren, Werfen, Liegestütz an der Parkbank leiteten Julia Wenzel und Kira Schnack, Bundesliga-Handballerin vom VfL Oldenburg. Mit dem Sportabzeichen schaffen wir ein niedrigschwelliges Angebot für relativ untrainierte Sportlerinnen und Sportler, erklärt Gero Büsselmann, Vorsitzender des Stadtsportbundes, den Sinn des neuen niederschwelligen Angebots.